Ja, wie beginnen wir? Ganz einfach. Zuerst werden wir mal alle Schraubenzieher aus der Halterung entfernen. Dann zeichnen wir uns auf dem Trägerholz die Länge unseres benötigten Holzes an. Anschließend können wir natürlich gleich richtige Länge der Wandhalterung markieren. Und jetzt geht's zum Zuschnitt. Hier haben wir eine wunderbare Haltung von Triton. Diese Ja, diese Halterung ist natürlich eine sehr geschickte Sache. Warum? Ich kann sie überall hinstellen, ich kann es mitnehmen auf Baustellen und ja, bin eigentlich relativ zufrieden oder sehr zufrieden, muss man sagen. Ja, beim zweiten Stück machen wir natürlich genau dasselbe. Ja, beim nächsten Arbeitsschritt müssen wir sozusagen die French Glied Leiste am Holz anbringen. Ich bohre einfach einmal ganz einfach irgendwo. Zwei Löcher. Das ist halt dann ausreichend. Man sollte natürlich die Löcher noch im dicken Bereich bohren. Ja, man braucht dann eigentlich nur mehr die French Gliedhalterung am Trägerholz anbringen. Hier natürlich achten, dass die Schrauben nicht so lange sind. Und beim Fichtenholz hat man natürlich den Vorteil, dass man das Material so weich ist, dass nicht versenkt werden müssen, die Schrauben. Ja, anschließend bringen wir die Schraubenzieherhalterung an der French Glied Halterung an. Hier natürlich aufpassen, dass diese Halterung so angebracht wird, dass die Schrauben nicht zu lang sind, sowohl in diesem Bereich natürlich mit 3,5-4 cm wird es kein Problem gehen. Aber im unteren Bereich ist natürlich das Holz nur einstärkig. Also das heißt, hier haben wir jetzt ungefähr 2 cm. Ja, im unteren Bereich natürlich, wie zuerst erwähnt, die kurzen Schrauben. Und beim Plastik natürlich immer Acht geben, dass die Schrauben nicht zu stark angezogen sind, damit es zu keiner Beschädigung des Plastiks kommt. Ja, wie ihr sehen könnt, auch aus nicht allzu schönem Material kann man natürlich wunderbare French Glied Halter bauen. Auf der Rückseite sieht man sie nicht. Andererseits, wenn es beschädigt wird, ärgert man sich nicht. Und jetzt braucht man nur mehr die Schraubenzieher befüllen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Und ich glaube, wir werden die Wand mit French Glied Halterungen noch voll machen. Ciao. Ja, jetzt geht's zum Zuschnitt.
Ja, jetzt geht's zum Zuschnitt. Ja, jetzt geht's zum Zuschnitt. Hier haben wir eine wunderbare Halterung von Triton.